Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Assassin's Creed Reihe, und zwar Let's Play Assassin's Creed Rouge. Das ist das neueste Assassin's Creed nach Assassin's Creed Unity und ich hoffe, dass es ein wenig startmäßig bugfrei ist als das andere, und ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch direkt durch. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. So, neues Spiel starten, jawohl, Abstergo, nein, das nennen wir natürlich, wie es sich gehört, für unseren Channel Twin Force. Ja, okay, ich wollte gerade noch LP hintersetzen, aber wie heißt denn nicht Twin Force LP? Ich heiße Twin Force. Und bestätigen. Der Ladebildschirm. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt hat, ob es an die Handlung von Assassin's Creed Unity anbindet oder wie es hier weitergeht. Passiert denn hier noch irgendwas? Hallo? Ubisoft präsentiert. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. So, und damit beginnt das Spiel wohl. Eine sehr interessante Geschichte. Ich dachte gerade um eine Sekunde lang, wir spielen Arno weiter. Ja, die Steuerung ist mir schon vertraut. Das Spielchen kennen wir ja schon alles. Und wir spielen Cormack, okay. Das sieht mir alles so ein bisschen nach, Assassin's Creed Black Flag mäßig aus. Und Luftattentat. Und daneben, oh mein Gott, bist du blind. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Es handelt sich anscheinend um einen Freund. Ich dachte gerade, hier hätten wir bereits unsere ersten Attentate und wir starten direkt so ein Spiel durch. Captain Della Verandrie und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Das hätte ich dir auch so sagen können. Die meisten Schmugglertreffen enden so. Mir nicht sagt, was oh, wir eine tun. Truhe. Warte, ich muss sie kurz öffnen. Schnell reingucken. Sind wir nicht Freunde, Liam? Ah, Prüren geht hier wieder etwas schneller. Das betrifft euch nicht. Schön. Wo ist der hin? Hallo, mein Freund, wo steckst du? Hallo? Hat ihn jemand gesehen? Ein Synchronisationspunkt? Zu schnell für euch. Wo ist der hier? Im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Kann ich hier synchronisieren? Ey, wenn ich schon mal hier bin, will ich direkt synchronisieren. Aber wo denn? Ah, ich sehe es, wo ich synchronisieren kann. Warte, mein Freund. Ich möchte, wenn ich doch hier bin, gleich schon mal alles mitnehmen. Weil ich möchte nicht 10-mal die Insel dann wieder bestaunen. Weil das wird jetzt so, wie es aussieht, wo ähnlich wie Assassin's Creed Black Flag werden. Dass wir also wahrscheinlich auf hoher See rumsegeln können. Hier einzelne Inseln erkunden. Aber wenn wir auch sowieso hier sind... Da ist auch das Schiff, wo wir anscheinend müssen, können wir auch gleich die wunderschöne Landschaft beschauen. Ein wenig die gute und saubere Luft einatmen. Ah, Mann, ist das herrlich. Und einmal den Baum hinunterspringen und... Wow! Ja, ich springe auch mal in irgendwelche Hecken, da wird schon nichts passieren. Natürlich wird da was passieren. Und eine Schatzkarte einsammeln. Hier ist eine Schatzkarte. Schatzkarte? Ah, Schatzkarte. Mal sehen, was haben wir da drin? Aha, mhm. Finden Sie Gräber. Ist das von dieser Insel? Die doppelten Bäume unter dem Steinschlag. Die doppelten Bäume unter den zusammengebrochenen Steinen. Das müsste die hier sein. Hier muss das sein. Ja, hier. Theoretisch gesehen ist das genau hier. Ha, wusste ich's doch. Zurück eine der etwas einfacheren Schatzsuchen. Ich habe da schon bei Assassin's Creed Black Flag einige gehabt, die wesentlich schwerer gewesen sind. Wo ich auch irgendwann aufgegeben habe, sie zu finden. Aber das war ja echt easy. So, das haben wir. Und dann möchte ich gerne da noch das Schwert ziehen.
Was soll denn das hier für ein Schwert sein? Steckt hier irgendwo ein Schwert im Stein oder was ist das? Excalibur? Ups, nee. Hier. Excalibur, doch. Der was Tag haben wir da? Gelohnt. Wikinger-Schwert. Ein Stück von einem Wikinger-Schwert. Aber ich konnte nicht so schnell lesen. Ah, scheiße. Ein Chevalier lässt man nicht warten. Ein Teil von einer Wikinger-Rüstung. Okay, anscheinend können wir Rüstungsteile von Inseln sammeln. Das ist sehr gut. Und was ist hier passiert? Was zum Henker? Wo zum Teufel wart ihr zwei? Wir waren jagen. Was ist passiert? Meine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Oh, jetzt gibst du aus dem Maul, aber davon lassen wir uns natürlich aufhalten. Wir werden dem Captain jetzt hier seine Tracht Prügel verpassen. Ich glaube, es geht los, dass der uns hier einfach eine verpult. Der spinnt wohl, der Junge. So. Komm, jetzt kriegst du eine Klatsche, mein Freund. Ich glaube, du spinnst doch wohl. Hier, kriegst du einen aus dem Maul, du Nichtsnutz. Ich bin nicht ungehobelt, ich bin voll der Profi. Gentlemen, kommt. Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Ich würde sagen, der Captain hat seine Abreibung bekommen. Und ich bekomme meine erste Waffe. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Ja, doch, gute Klinge. Ja, damit kann man noch arbeiten. Einmal eingesteckt, der ganze Spaß. Und weiter geht es. Theoretisch. Wo ist er? Da, da rennt er. Hinterher! Bleib stehen, du Lump! Nee, Spaß, jetzt mal gucken. Zack, hier rauf. Oh Gott, sind da viele. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? So, der ist jetzt. Ah, okay, er duckt sich automatisch, sobald wir im Gebüsch sind. Ich dachte, ich muss das auch noch machen. Pass gut auf! Können wir ihn ins Gebüsch holen? Ja. Gut, das hat auch funktioniert. Cool, die arbeiten mit mir richtig zusammen. Das, was, befreien? Nee, was standen da gerade? E. Ach, E retten. Ja, dann bringt er den schon um und dann rettet er den nicht, oder wie? Was ist denn das für eine Sülze? Oh. Ich dachte, mit E verstecke ich mich dahinter. Okay, ich muss mich an die Steuerung wohl doch noch ein wenig gewöhnen. Die ist nicht mehr ganz so wie Assassin's Creed Unity. Die hat sich ein wenig verändert. Kann ich mich nicht irgendwie ducken? So, oh, in die Fresse. Oh, das hat weh getan. Aber jetzt wirst du mein Blei spüren, also mein Schwert. Okay, wahrscheinlich eher Stahl. Aber jetzt spüre dieses scheiß Schwert und stirb endlich mal. Meine Fresse, ist der widerspenstig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber immerhin hat er jetzt das Zeitliche gesehen. Ich werde nochmal die Truhe hier plündern gehen. Da waren wir vorhin, glaube ich, schon mal. So, plündern. Ja, 282 Francs. Nee, was auch immer das hier ist. So, vielen Dank. Ich war schon fast tot. Eine Schatzkarte befindet sich hier auch noch. Die will ich mir auch noch schnell schnappen. Wo liegt die rum? Ah, hier vorne. So. Mal sehen, was sich darauf befindet. Unter einem einsamen Baum auf einem Felsen. Okay, das ist wohl die Landkarte. Unter einem einsamen Baum auf einem Felsen. Ein einsamer Baum auf einem Felsen, das könnte ja sein, dass das... Ha, ich sehe den nirgendwo. Ein einsamer Baum auf einem Felsen, das könntest du sein vielleicht. Vielleicht hier irgendwie so. Das sieht doch hier schwer verdächtig aus so einer Stelle aus. Aber es ist kein einsamer Baum auf einem Felsen, das ist... Das ist eine ganze Baumgruppe. Kann ich mir das Ding irgendwie nochmal ansehen? Ja, hier bitte. Wie gucke ich mir die hier nochmal an? Mit F? Genau. Eine Anhöhung mit Stein ringsherum. Nee, das ist hier nicht. Das muss irgendwo anders sein. Das muss mit Stein ringsherum. Das ist nicht hier unten. Das ist definitiv nicht hier unten. Das muss irgendwo anders sein. Vielleicht kann ich das vorne an der Küste erspähen, wo das ist. Aber hier ist es nicht. So, müssen wir zusehen, die Leute töten, ohne gesehen zu werden. Ja.
Kann ich mich nicht irgendwie ducken? Oh, scheiße, scheiße. Das ging in die Hose, aber da müssen wir jetzt natürlich durch. Unser Freund, wo ist der eigentlich schon wieder? Könnt ihr nicht bitte kämpfen? Das hier ist sweet. So, er ist hinüber. Aua, aua, das tat auch weh. Oh, Alter, sind das viele. Aber die britischen Wachen sind zum Glück nicht die besten Kämpfer. Der springt gleich über Bord. Und der letzte, ja, der wird jetzt mit einem kleinen Luftattentat... Okay, oder auch nicht. Ich dachte, er wird jetzt unserem Luftattentat erliegen. Aber das war jetzt nicht der Fall. So, in die Fresse und lass mich raten. Das wird jetzt mein erstes Schiff. Ich würde sagen, das wird doch jetzt hier mein erstes Schiff, würde ich sagen. Das sieht doch ganz nice aus. Das möchte ich haben. Oh, oder auch nicht. Hoppala. Ja, scheißt einen rein, Leute. So würde ich das auch machen. Natürlich, das könnte ich auch ohne Probleme. Alter, es werden ja mal mehr von den Leuten. Die habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shake. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Ha, wusste ich doch. Das wird jetzt meine kleine Bumsbude. Stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Jawohl, Kapitän. Und so kommen wir an unser erstes Schiff. Das Schiff gehört euch. Na los, ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Sie bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber ah, da liegt auch schon das erste Treibgut. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff. Sei es dieses Fragler. Sie ist mein, oder? Habe ich da einen Eisberg gerammt? Hier gibt es ja Eisberge, das ist neu. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Jawohl, Freund. Alter Schwede, hier gibt es ja richtig Eisberge. Die haben das Spiel ganz schön überarbeitet. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie die rechte und bewegen sie die Maus, um zu zielen. Drücken sie dann auf Hm, um zu schießen. Wenn sie maximalen Schaden am Rumpf... Schießen sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Ah, okay. Sie ist ein Wrack. Aber sie nicht schlecht. Nicht schlecht. Morgan. Auch dann? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weisen? Oh, kann ich die Eisbälle kaputt schießen? Jawohl, Alter, wie geil ist das denn? Aber ich muss echt aufpassen, dass ich die nicht wegknutsche. Denn sonst endlich noch wie die Titanic. Und ich quatsche die ganze Zeit in diese Story hier rein, aber da muss man echt aufpassen. Mein Schiff! Oh, nein, sie geht nicht unter. Oh, da sind schon wieder Engländer. So, die hat's hinter sich. Da können wir gleich einmal einen Schnellschuss wagen. So, das geht unter, das Schiff. Das rechts. So, das Schiff sollte es jetzt auch hinter sich haben. So, das ist hinüber. So, wo ist das nächste? Ich sehe nichts mehr. Ah, wo sind die denn alle? Scheiße. So, das hat's jetzt auch hinter sich. So, verstecken. Nee, versenken soll ich das. Verstecken. Ich wollte gerade schon sagen, was soll der Scheiß? Schiff verstecken. Wir spielen nicht hier Schiffe verstecken. So, das kriegt jetzt auch eine Runde in die Fresse. Okay. Begebe mich zu den Resten der Garfour. Okay, wir haben es doch relativ gut verteidigt. Singt ein Lied, Männer. Der Chevalier ist zufrieden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben es gerade noch so gerissen. Also, meine Fresse. Das ist ja fast nach hinten losgegangen. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Notevakuierung.
Mist! Ganz ruhig, ich hol sie da raus! Bitte begeben Sie sich ruhig zum nächstgelegenen Ausgang. Wir wiederholen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Ach, sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest! Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, der Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Oh oh. Ich glaube, da haben wir ein wenig Scheiße gebaut. Wir haben wohl... ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Wir haben wohl auf eine Erinnerung zugegriffen, die wohl nicht ganz so positiv gewesen ist. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shake Hormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben es gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Okay, das sollte sich ja machen lassen. Und jetzt haben wir einen Stromausfall. Wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merde, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Okay, wir haben wohl etwas Scheiße gehört. Wir haben auf eine Erinnerung zugegriffen, die mit einem Virus verseucht ist. Und ja, es ist genau wie bei Assassin's Creed Black Flag. Wir sind in der Zentrale von Abstergo Industries und arbeiten anscheinend für die. Hier kommen wir nicht rein, aber hier haben wir anscheinend Zugangsberechtigung. So, dann durch die kleine Tür. Hier ein bisschen Obst noch mitnehmen. Ah, nee, gar kein Obst, ein Pflänzchen. Ich dachte gerade, hier steht ein bisschen leckeres Obst rum. Was ist denn das hier für eine Stolperfalle? So, das... Was für ein Serverraum? Mal sehen. So. Verbinden Sie Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Ja. Also, ich kann das wohl drehen. So. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex, aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Also das muss ich jetzt ehrlich mal sagen, war ja wirklich easy peasy. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt
und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Al-Mualim. Inspiration Al-Mualim Berg findet heraus, dass der alte Mann vom Berg in der Tat weise war. Okay. Was soll mir das jetzt sagen? Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualim ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel. Und dass er mit den Templern... Das haben wir doch gerade schon gesehen. Zurück zu meinen Daten. So. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Ja, Wenn die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Ja, ich denke mal, das könnten wir auch schon mal machen. Ein paar Rechner von Kollegen erstellen. Hey, ein Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Okay. Da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Was für eine große Entdeckung? Auf jeden Fall erstmal den Kommunikator aufheben. Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe. Und nun? Text zumindest, Robert Fraser, Kopie, bla bla bla, an die von Melanie A, Datum betreff, Arnaud Dorian. Ah, den kennen wir auch, den guten Arnaud. Aber leider können wir da nicht mehr sehen. Hi Robert, sind mir wärmstens empfohlen worden und ich finde es ganz toll, sie in unserem Studio zu haben. Ich möchte, nicht so schnell durchscrollen. Ganz zum Studio zu haben. Ich möchte sie auf ein besonderes Projekt von mir ansetzen. Ihr Thema heißt Arnaud Dorian. Seine Geschichte spielt sich während der Französischen Revolution ab. Ich möchte, dass sie so viel wie möglich über sein Leben herausfinden. Das Ziel besteht darin, den hohen Tieren von Abstergo nächstes Jahr einen Blockbuster zu präsentieren. Daher ist das Projekt naturgemäß super geheim. Oh Gott, ist da viel Text. Ihr direkter Supervisor wird Aiden St. Clair in Kopie sein. Sie dürfen das Projekt nur mit Aiden oder mir diskutieren. Da sie wahrscheinlich ein paar Überstunden in ihrem Animus abreißen werden, habe ich wöchentlich Pflichtsitzungen bei unserer Psychiaterin Dr. Bibio in Kopie angeordnet, damit sie nicht unter einem Bleeding-Effekt zu leiden haben. Ist das irgendwie so ein Effekt, dass man nicht wieder zurückkommt oder was soll ich darunter verstehen? Wo hängen geblieben ist in der Welt? Naja. Willkommen bei Abstergo Entertainment. Lassen Sie mich nicht hängen. M.L. Okay. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Guter Fund. Ich an ihrer Stelle würde nach pikanten Details suchen. Aber ich bin eine schreckliche Person. Also das Leben von Arnaud Dorian kennen wir ja zu gut in der Zeit der frühen Französischen Revolution. Das haben wir ja in ein oder zwei Folgen ein wenig abgehandelt. Wenn ihr Gesundheitsstand niedrig ist, sollten sie aus irgendwelchen Konflikten fliehen, damit sie sich regenerieren können. Okay. Bin ich jetzt wie im Animus oder wie? Hoppala. Ich wollte eigentlich noch die Computer wiederherstellen. Davenport, Ansiedlung, März 1752. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Jawohl, und zwar Holzhacken. Das ist so eine ehrenvolle Aufgabe für einen Assassin. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier noch zu tun haben. Und das werden wir sehen, aber leider Gottes nicht heute, sondern in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Rouge.
Ja, was für ein Auftakt. Entführte Schmuggler-Invasion durch die Engländer am Lagerort. Und wir haben unser erstes eigenes Schiff geholt. Nur leider war die Erinnerung, die wir gerade gespielt haben, ein wenig virenverseucht. Und ich muss sagen, es erinnert mich ein wenig an das Assassin's Creed Black Flag. Nur irgendwie ist es grafiktechnisch und ein wenig umsetzungstechnisch mit dem Schiff bis jetzt schon ziemlich geil. Vor allem, dass es Eisberge und so weiter gibt, was wir jetzt alles beachten können. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch so weiterentwickelt, was für Möglichkeiten uns hier bietet. Und ja, ich will auch gar nicht viel mehr dazu sagen, sondern wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein und immer dran denken, meine Videos zu liken. Wenn euch meine Videos gefallen haben, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel und ihr könnt links zur vorherigen Folge gehen oder rechts zu meiner aktuellen Playlist. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.